Aber sieht mir nicht so aus. Nö. Also ein Kügelhaufen. Ja, ist ja gut. Er lacht uns aus. Irgendwann geht ihm die Lache aber vorbei. Er ist tot umgefallen? Bei mir ist gerade sozusagen das ganze Bild rot geworden. Hä? Okay. Ja, ich habe doch gar nicht getroffen. Ist er noch nicht mehr gestolpert. Mal gucken, wir folgen einfach mal, mal sehen, ob wir was finden. Jedenfalls ist gerade irgendwas tot umgefallen. Wahrscheinlich hast du genug drauf geschossen, Ach, dass er. doch, doch, ich habe tatsächlich was getroffen. Weil es so weit weg war, dachte ich mir so, na, probierst du mal, ob du was triffst. Hab ich ihn doch tatsächlich getroffen. Da wollte er wahrscheinlich sein letztes Mal noch einmal ein Weibchen aufgabeln. Nee, das ist ein Nee, das anderer. war ein zweiter, das ist ein anderer. Es kommt doch einmal zu mir, du kleiner Sack. Die Windrichtung ist aber auch scheiße heute. Ja, deswegen gehe ich jetzt mehr rechts, dass der Wind rechts von mir ist. Und ich hoffe, dass er einfach von links kommt. Und mich nicht gleich sofort schnüffelt. Der müsste eigentlich jetzt. Es kommt. Wenn du das nicht bist, dann kommt es jetzt. Das war ich. Das war's nicht du. Es kommt. Die Frage von wo? Ein Reh. Von links. Habe ich noch Grill? Nee, habe ich leider noch nicht. Habe ich leider nicht mehr. Wo bist du? Der ist sehr nah. Ich würde mich jetzt nicht mehr bewegen. Ich hätte ihn weglaufen gehört. Er war ja eigentlich sehr dicht. Der hat Lunte gerochen. Ach, da liegt. Ah, da ist er doch. Guck doch mal durchs Fernglas. Also, Eva, ich sehe nichts. Ich habe hier nur Büsche vor mir. Ich habe auch nur Büsche vor mir. Ich sehe auch nichts. So. Der ist bestimmt hier unten im Hügel. Okay. Also, ich darf deutlich nicht weit weg. Ich darf mich nicht großartig jetzt noch an Geräuschen ausüben. Riech mal weg. Problem, ich habe der scheiße Wind nicht gerade perfekt für mich.
Dafür bräuchte man jetzt einen Bogen, wisst ihr, wenn man dann zu zweit ist, dass man für sowas dann eine lautlose Waffe verwendet. Wir sollten das mal einbauen. So, es gibt doch Bögen. Gibt's schon? Also, Bogen. Natürlich, schon seit Anfang des Spiels. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Seit es das Spiel gibt, gibt's Bögen. Ah, oh, steht vor mir. Oh. Kannst du den Hirsch irgendwie sehen? Ich glaube, der ist eh wieder weg. Weil sonst schieße ich jetzt nämlich erstmal wenigstens das Reh ab. Ich gucke noch einmal. Aber, ne, der ist weg. Da schießt er auf dich. Dankeschön. Hallo? Ich ziehe voll drauf und treffe dich? Ist ja auch nicht schlecht. What the hell? Sammle ich erstmal den Hirsch hier ein. Dann Hirsch männlich. So. Oder habe ich getroffen? Ach doch, ich habe getroffen. Dann ist es nicht tot umgefallen? Meine Güte. Was für ein zähes kleines Reh. Sie sind halt hart im Nehmen. Gucken wir ja uns dann gleich mal um den Dammhirsch kümmern. Ja, ich verfolge ihn schon wieder. Ja. Junge, jetzt habe ich die Schnauze voll. Entweder du kommst jetzt mit deinem verdammten Hirscharsch hierher oder ich komme zu dir. Den Teufel wird er tun. Zu dir kommt er bestimmt nicht. Da komme ich zu dir. Der Wind ist scheiße. Der läuft so, dass ich immer den Wind habe. Ja, manchmal denkt man, dass die Tiere intelligent sind. Vielleicht ist der ja intelligent. Man weiß sie nicht. Ich sehe ne. Na komm hier, du. Schießt jetzt mit der harten Waffe auf die Schnauze voll. Oh, auch ein noch ein männlicher Dammhirsch, der auf dem Feld chillt. Na, mal sehen, ob ich den kriege. Bemühst du dich oder bleibst du liegen? Der hat ihn auch nicht mehr, der nicht mehr deinen Schuss hat ihn aufgeschreckt. Ich dachte so, ich will nicht mehr. Wird verfolgt. Ich schlafe. Mir egal, ob hier irre sind, die mich erschießen wollen. Moment. Sie muss mindestens auf 50 Meter ran, damit ich den tödlich treffen kann. Mir hat sich eh alles rot gefärbt, daran kann ich jetzt eh nicht mehr gehen. Hoffe, er hat einen Schlenker gelaufen. Na, wenn er tot ist, muss er irgendwo liegen. Er ist tot. Ich sehe was in der Leiche. Ich bin wieder 160. Ja, das sind doch ein paar gute Punkte. Oh. Kann ja nicht sein hier. Immer haut er ab. Ich sag kleine Hirsch. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Ja, komm hier. Komm her. Komm, ja, fein, ja. Trab, 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 trab. Ja, bleib mal am besten so, dann kann ich dir gleich in die Seite schießen. Dann kommen wir noch ein bisschen näher. Komm, sei nicht so schüchtern. Immer noch 120 Meter. Ach.
Ah, das hört sich an, als wenn hier irgendwo Kerle kämpfen. Da willst du mitmachen. Das kannst du aber vergessen. Und tot. Ich komme mal zu dir. Jetzt kannst du kommen, ja. Ich bin die ganze Zeit langsam im Kriechmodus zu dir kick. Ja, der muss irgendwas mitgekriegt haben und dann, weil dann auf einmal hat er abgedreht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt oder nie. Ui, Halswirbel, ach du liebe Zeit. Ich komme. Ich bin ein Hoppelhäschen. Ich bin ein Hoppelhäschen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Das sieht wirklich komisch aus, wenn wir das durchgehen. Macht sie das wirklich irgendwie? Vor allem macht's urisch Lärm. Gut, ich habe extra nach rechts geguckt, aber ich habe da nichts gesehen. Wir gehen ja auch wieder langsam so, dass wir den Wind schon wieder haben. Ja. Hier will ich ja mal raus aus dem roten Gebiet irgendwie. Heute ist die Mitwindjagd. Aber siehst du, wir kriegen ja trotzdem irgendwas. Wir sind ja nicht leer ausgegangen. So. Neues Feld, neues Glück. So. Geht hier was ab. Ist hier irgendwas offensichtlich sichtbar? Nee. Nicht so wirklich. Ich mache Bilder. Schönes Bild von Kretak von hinten. Gut für Thumbnail. Na, Wahnsinn. Ich kann aber irre weit gucken mit dem, mit der Kamera, ne? Hm. Ja, haben sie wahrscheinlich gemacht, weil du ja auch diese Bilder machen kannst von den Tieren. Damit du da nicht so ganz so nah ran musst. Ist da hinten irgendwas? Ich glaube, da hinten ist ein Fluss links von uns. Bin ich mir aber nicht sicher. Kann auch Stein gewesen sein. Nee, da ist kein Fluss. Wir haben hier keine Flüsse. Wir haben nur vereinzelte Seen in der Gegend. Kleine Seen. Nee, was du da siehst, das ist eine Straße. Diese Straße hat die mich verarscht. Nein, der nächste Dammhirsch. Vielleicht kann ich mit der Kamera sehen. Ich zoome mal ran hier. Ich sehe ihn sogar. Der läuft rechts vor. Ja, sehe schon. Wieder hat uns der Wind wieder schon wieder verraten. Es ist ein Trauerspiel. Ja, läuft immer weiter rechts. Ich sehe ihn. Er geht jetzt ganz normal. Na, da hinten ist er. In. Auch, obwohl es sind nur 180 Meter. Ich dachte, das ist ja mehr. Das ist so ein Kerl. Was ist denn heute los hier? Da sind nur die Kerle unterwegs. Willst du ihn schießen? Na, du kannst eigentlich. Ich hab ja. Jetzt ein Ding, wenn ich getroffen hätte. Ach, ist da rein, weggerannt war. Ja, das ist gerade am Busch und ich kann da nicht zielen. Ich müsste aber getroffen haben. Gehen wir mal hin. Dann werden wir ja sehen.
Mann, ist das laut. Und Gewitter. Vorhin hatte ich einmal so einen bösen, lauten Donnerknall. Ich habe mich richtig erschrocken. Irgendwie gewittert es bei mir gerade überhaupt nicht. Dabei stehen wir hier genau im selben Gebiet. Ich hab getroffen. Na dann. Fleischwunde. Ich gehe in die andere Richtung, weil da hinten ist nämlich auch noch einer. Ja, solche Geräusche eben, die können aber auch deine Geräusche überdecken teilweise. Starker Wind zum Beispiel. Da kannst du dann auch mal ein bisschen schneller gehen, ohne dass du Geräusche machst. Ach, da bist du. Oh, das sind ja ganz viele. 3 Stück. Mal sehen, wie viele ich getroffen habe. Also, gestorben ist auf jeden Fall irgendwas. Ich bin immer noch zur Verfolgung. Rechts. Da war jetzt ein männlicher schon wieder, aber. Schon wieder ein Bock, meine Güte. Überall Böcke. Not 1 ist tot. Sagen die anderen. Junge, warum rennst du gerade noch mal ins rote Gebiet rein? Dann machst du wieder auch wieder keinen Sinn, ne? Du musst wahrscheinlich zu dir joggen. Hat der die Schüsse an den aufgeschreckt. Noch zusätzlich hinterher. Ah. Willst du verbluten oder willst du nicht verbluten? Das ist hier die Frage. Sagt, die Tiere kommen immer wieder zum selben Platz zurück und das wird ihnen am Ende zum Verhängnis. Gott, wo ist der jetzt lang? Das ist ja eh die Schrotflinte, die ist am besten, wenn man so viele hat. Ja, weil wenn du mehrere Schüsse hintereinander abgeben kannst. Und dann mehrere Tiere vielleicht sogar erlegen kannst auf einmal.
Jetzt hocke ich hier und warte. Ich verfolge meinen Bock. Warte auf, dass die Tiere wieder zurückkommen. Da kommen sie doch tatsächlich. Also das ist doch nicht zu fassen, ey. Kommt, Kinder. Ich stehe hier am Straßenrand, sitze hier am Straßenrand. Und der Erste, den wir zerwischen. Und sabam! Oh, es war auch nur noch einer. Ich habe jetzt das ganze Rudel erlegt. Ich suche immer noch den Mann. Auf der ewigen Suche nach dem Kerl. Nach dem richtigen vor allem, wa? Ja, vor allem. Wo der auch hin ist, ey. Wie weit bist du gerannt, mein lieber Freund? Und sein Leben. Ist er geflitzt. Ah. Du hast dich um dein Leben zu laufen. Du bist mein Sein. Wenn ich zack ist, erschieße ich dich nochmal. Und nochmal. Na, geht ja nur einmal. Ne. Wenn der so weitermacht, habe ich wirklich ein paar Mal auf den geschossen. Ich denke mal, der muss ja dann irgendwann mal umfallen. Irgendwann muss er ja dann auch mal umfallen. Wir sind wieder fast über etwas über einen halben Kilometer entfernt voneinander. Ich verfolge dich. Ich habe jetzt hier auch gerade männlichen Dammhirsch. Sehr frische Spur. Nicht, dass das der ist. Dass der schon bei mir ist. Er trabt aber die ganze Zeit bei mir. Haben wir hier eine laufende Spur? So, dann ist er. Hä? Ist der denn gelaufen? Tatsächlich, du, wir verfolgen beide das gleiche Tier. Blutet es? Also ich habe hier... Warte mal. Weil der müsste bluten. Naja, da ich nicht angeschossen habe, habe ich auch keine Lebensanzeige. Weil ich aber auch hier auch habe ja auch keine Blutspuren irgendwie. Muss ich hier noch irgendwo... Weil so wie es aussieht, ist der hier bei mir irgendwo rumgelaufen. Ich mache sowieso viel zu viel Lärm an dieser Ecke. Noch andere Rehe. Ist mir egal, ich suche meinen Bock. Ich verfolge ihn, bis er tot umfällt. Es ist mir scheißegal. Ich will dich. So, da ist er in die Richtung. Das Weibchen interessiert mich nicht. Okay.
Habe ich das jetzt gelegt oder habe ich das jetzt nicht gelegt? Keine Ahnung. Ich hab's gelegt. Oder? Ja. Bitte. Und noch eins gelegt. Ich suche den Bock. Aber den finde ich wahrscheinlich eh nie. Ja, der ist sonst so lang. Alles klar. Dann wieder zurück. Oh Gott, ey, ist das ein Hin und Her hier. Alles klar, hier liegt ein Geweih in der Schubkarre drin. Ja, das sind solche so eine Geweihe, die du einsammeln kannst. Die sind über der ganzen Map verteilt. Da kriegst du ein paar XP für. So 80 XP oder so, wenn du die findest. Schön einsammeln, gibt Punkte. Wo habe ich mein anderes Reh jetzt erschossen? Ich habe keine Ahnung. Da. Getarnt mit dem Boden. Ich habe wahrscheinlich nicht einmal getroffen. Da war jetzt nämlich, entweder war das jetzt der Hirsch, den wir die ganze Zeit verfolgt haben. Hat sich jetzt hier nämlich gerade mal wieder auf dem Feld blicken lassen. Gottes Willen.